und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und herzlich willkommen zu meinem Update. Ich dachte, es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal ein Update gemacht habe. Und ja, hier parallel hüpft der kleine Mann rum und deswegen immer wieder ein paar rasche Geräusche. Bitte nicht allzu. Jetzt also nicht gerade die Tapete annagt. Also gut. Also wieder zurück zum Update. Ich wollte euch ein paar Sachen erzählen, die sich gerade so getan haben und für die, die jetzt das ein paar Videos nicht mitbekommen haben. Und ja. Also erstens, Isa ist gestorben. Das ist jetzt ungefähr fast ja, eine Woche her. Und ja. Wir sind einerseits sehr traurig, andererseits auch sehr müde, weil der Kleine hält uns praktisch immer auf Trab. Er ist extremst hyperaktiv, ebenso wie kleine Hasen sind. Und ja, dann das nächste ist, wir haben endlich einen Namen für den kleinen Mann. Er heißt Leo. Eigentlich Lionel Patrick, aber Leo genannt. Ich bin kein Barcelona-Fan und vor allem kein Fan von Lionel Messi, aber ich fand den Namen schon immer schön. Und deswegen dachte ich, ich verwerte ihn für meinen kleinen da. Ja, auf jeden Fall, der kleine Leo ist jetzt 15 Wochen alt und jetzt ungefähr von der Größe her 2 Hände, so ja, 1,5 Hände, so ungefähr. Ja, er ist extremst hyperaktiv, also er ist sehr, sehr, ja, sehr schaffig, sehr tuig, sehr alles noch erforschen. Und ja, laut einer Aussage soll er nächste Woche dann ausgewachsen sein, was auch meine Mom und ich nicht glauben, weil er ist noch so, ja, er wirkt irgendwie noch so mitten im Umbau. Ja, dann habe ich mir gerade vor kurzem eine Leinwand gekauft, eine leere, um ein Bild zu malen. Und da will ich jetzt ein Bild draus machen und habe mir auch Lavendelfarbe gekauft. Also die riecht nicht Lavendel, aber die ist von Farbton Lavendel. Und ja, dann das nächste ist, ich habe gerade zur Zeit echt Schlafmangel. Ich weiß auch nicht so genau, wie es kommt, aber ich schlafe gerade total schlecht. Vermutlich liegt an der Hitze, womit wir übrigens beim Freitagsvideo Thema wären. Da werde ich euch Tipps geben, wie man besser schlafen kann, auch wenn es im Zimmer warm ist. Und ja, dann das nächste ist, ja, was kann ich euch noch schnell erzählen? Das nächste ist etwas in Sachen Videos. Da wird es jetzt erstmal nicht, bitte wundert euch nicht. Leo? Nein! Entschuldigt. Entschuldigt. Unglaublich. Gut, das nächste in Sachen Videothema ist, ich werde ab jetzt immer 2 Videos hintereinander direkt aufnehmen. Normalerweise habe ich immer das eine eben am Tag für Mittwoch gedreht und das andere für Freitag eben etwas später. Aber da ich jetzt gerade sehr viel Zeit mit Leo brauche, damit bis der so ansatzweise diese ganzen Klausen und kleinen Hasen auf dem Kopf hat, drehe ich die jetzt erstmal eine Weile, zumindest die nächsten Wochen, direkt hintereinander, damit ich einfach, ja, das ist vom Zeitmanagement dann einfacher und vor allem auch fürs Kraftmanagement, weil ich bin fix und fertig durch den kleinen Hasen und würde es nicht glauben. Ja, dann. Was kann ich euch noch erzählen? So auf die Schnelle. Ich weiß jetzt, wie man eine Fritzbox einrichtet. Habe ich vor ein paar Tagen mal gemacht, zufälligerweise. Das war irgendwie auch lustig, mal wieder was Neues zu lernen. Ja, und sonst fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein, was ich euch noch so erzählen könnte. Doch, ich bin vor ein paar Tagen mal zur Tankstelle gelaufen mit meinen Eltern zusammen und da haben wir dann Eis gekauft und Gutscheinkarten. Und ja, das ist eigentlich... Nein, Leo! Entschuldigt! Und das ist praktisch alles. Ich muss jetzt leider dieses Video hier, glaube ich, beenden und das nächste anfangen.
weil der kleine Leo mal wieder über Wasser bekommt. Ich wollte ihn euch jetzt sehr gerne zeigen, aber er sitzt irgendwo da hinten und ja, das ist ein bisschen schwierig, den da. Wartet! Leo! Okay, es klappt nicht. Ja, gerade, er ist gerade wieder in dieser. Er hat gerade, manchmal hat er diese gesponnenen Phasen, wo er wie ein Wilder wird. Richtig wild, aber eigentlich ist er dann schon fast müde. Und ja, also ich werde jetzt mich schnell um Leo kümmern und das zweite Mal. Es klappt nicht. Es tut mir leid. Ich habe es versucht, aber er hat keine Lust wirklich dazu. Und ja. Gut, das war alles, was ich euch irgendwie jetzt für Mittwoch erzählen kann, erzählen wollte, erzählen sollte. Ich hoffe, wir sehen uns beim Freitagsvideo wieder. Ach ja, und meine Videos werden die nächste Zeit etwas kürzer. Tut mir auch leid. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns beim Freitagsvideo wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch so sich verändert hat, was ihr so macht. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die lena.riedmeier@outlook.com. Und nein, wartet, an die Bell. Ach, tut mir leid. An die bell.riedmeier@outlook.com. Ich habe gerade schon überlegt. Und ihr könnt mir gerne auch, wenn ihr möchtet, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh, wartet. Ha! Schaut mal, wer da doch noch sich traut. Das ist Leo. Leo, die Zuschauer. Gerade noch so kurz vor Ende ist er dann noch kurz zu mir gekommen. Und... Entschuldigt, er ist noch total wuselig. Also, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.